zweite Session South Park, der Stab der Wahrheit für uns. Für euch ist es Folge 9, ihr nennt es Folge 9. Und wir haben einen Fehler begangen. Wir müssen nochmal kurz zurück zu Kennys Haus, aber jetzt holen wir uns hier erstmal nochmal ganz schnell... Ach nee, das war das Heil, der Heiltrank. Wir müssen ja Tweak noch rekrutieren, genau, für die Kampftruppe. Und im Drogenlabor muss noch irgendein Paket versteckt sein. Steht das haben wir wohl übersehen. Schauen wir doch mal. Ich hätte jetzt nicht gewusst, wo da noch eins ist, aber vielleicht übersieht man es einfach. Oder ist es die Truhe hier hinten? Aber die hatten wir doch schon aufgenommen. Nee, die kann man nicht mehr aufnehmen. Das ist das hier? Offen. Ach, guck mal, das ist das. Okay. Crystal Meth. Sowas lässt du stehen, Fritz. Komisch, du bist langsam oder? Alt. Ja, furchtbar. Crystal Meth, wie es bei uns heißt. Wie gut diese Fantasy-Musik passt. Das ist ja in der deutschen Version. Ist er geschnitten? Das ist Crystal Meth. Das sind die ganzen Hackengeräusche raus. Ja, damit es halt die Leute nicht aussehen, Drogen nehmen. Das sind die schönen... Oh, so ein gar nicht. Der spielt halt, der sieht ja geil aus. Die Folge war ja auch da. Super. Die Folge war super, wo sie ja Piraten waren, ja, in Somalien. Auch ganz böse. Ja, wie alles. Ach so, ich erkenne ein Muster. Ach, hier ist was, okay. Ein Schädel. Der mexikanische Klotzfrosch. Gut versteckt. Aber das kann ich nicht nehmen, oder? Ah, nee, das habe ich ja schon genommen. Das da war das Heilschwein Getränk drin, was ich nicht... Ach, guck mal, das Ike. Sieht man mit ihm. I am the Pirate King. Baby Freistoß. I am the Pirate King. Genau, du bist ein Pirate King. Warte mal, Moment, ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich die Rutsche benutzen kann. Nee, aber wir sind schon zu da, groß dafür. Da reinpassen? Weiß ich nicht, aber wir sind offensichtlich zu groß für sowas. Hier ist allerdings noch ein Mülleimer. Du wirst auch regelmäßig vom Kinderspielplatz geschmissen, oder? Ich wollte nur die Rutsche benutzen. Ja, ja. Come play hide and seek with us. You're it. Oh, wir müssen jetzt die Kinder finden. Finde die versteckten Kinder. Achso, oh, das sind schon wieder die. Oh. Diese nervigen Elfen. Hau sie weg. Dead. Boah, der hat voll die Rüstung schon wieder. Ich hab wieder voll vergessen, wie das geht. Und reflektieren. Das heißt, man lässt mit Nahkampfangriff drauf und schweren Angriffen. Aber ich will erstmal den hinteren weghauen. Ja. Der macht mehr Schaden, der Spinner. Soll ich die Dartpfeile benutzen? Ja, der reflektiert der vordere. Achso, ja, das ist blöd. Dann hau ich den hinteren, meinst du? Genau. Let's go, asshole. Ja, dann kriegst du noch einen. Ah, bam. Oh, das sah ganz Motherfucker. Gut aus. Jetzt haut Butters nochmal drauf, dann ist er eh Schluss. Auch auf ihn, ja? Ja, klar. Das ist, nee, kann los. Er nicht. Wie? Scheinbar deckt der eine den anderen. Da kann ich Butters nicht Fähigkeit raufhauen. Benutzen? Ich habe eine Fähigkeit, die ich raufhauen, aber kann ich auch den Hammer raufhauen? Nee. Soll ich was die. Ist denn da los? Ja, Gott, dann nehme ich halt die Stürmer, ne? Nee, ich kann den gar nicht erwischen. Man, I could be watching TV right. Kannst du noch untersuchen, ob das irgendwie angezeigt wird, was da, warum man den nicht jetzt. Angriff verringert, Verringerung der anderen. Ich glaube, wenn er angepisst ist, dann kannst du ihn vielleicht nicht. Ach, nee, das ging schon. Zeig mal die anderen. Reflektieren. Hm. Ja, komisch. Nee, dann hau halt den weg. Wurscht. Muss ich aber trotzdem den nehmen, ne? Weil den könnte er reflektieren. Den nee, das ist eine Ability. Ich glaube, reflektieren geht nur auf. Ja? Ja, hau doch die Haus rein. Wir riskieren es. Ja. Ja, guck. Oh, I'm sorry. Aber er ist immer noch. Beschützt. Ja, der hat mehrere Sachen. Der hat Rüstung erhöht und hat ein Schild. Mhm. Ach, ätzender Typ. Aber den kannst du jetzt komplett loswerden, mal. Mit der David-Schleuder. Butters sind ja besser ein Heiltrank vorne weg. Ja. Ja, das ist gar keine schlechte Idee. So. I have to go to the bathroom. Zack. Und dann hauen wir. Nee, das geht ja nicht. Keine Pipi dann hauen mehr. Wir ihm die. Versuchen wir mal, ob wir ihm die Rüstung weggehauen kriegen, oder? Ja, ja. Hey, Biggie! Ja. Sauber, jetzt ist auch das Schild weg. Oh, 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 verlangsamt. Ach, guck mal, das ist ein Frostzauber. Wie er schaut auch, sauber. Haben wir noch eine Fähigkeit? Nee. Dann versuchen wir es mal mit dem Krummsäbel. Ja, aber mit einem schweren Angriff.
Ja, ja, für Rüstung. Also für Rüstung halt. 28 hat er, ne? Ja. Oh, immerhin. Oh, der brennt. Wie die Mütze brennt. Sauber. Nee, das geht ja mal nicht. Das merke ich mir auch nie. So. Wenn die Kämpfe nachher mal ein bisschen schwerer werden, oder auch mal so, können wir mal die Dünchen noch benutzen, was ich die Tempotränke und ja, alles hier haben, damit du mehrfach angreifen kannst. Ja, den kriegen wir jetzt auch so. Es gibt ja auch, gibt's nicht auch sogar Waffenerweiterungen oder Fähigkeiten, die dich dann nochmal angreifen lassen? Hat man nicht sogar eine, die man so auswählen konnte? Ah, verdammt, verdrückt. Wie lange ist denn hier, ja, ich wollte sagen, wie lange ist er eingefroren? Aber jetzt sind wir eh gut. Oh, it's on! Ah. Du machst sie an, du musst nicht fertig machen. Jetzt habe ich es vollkommen falsch gemacht. Christian! Alles ideal falsch gemacht. Moment, Moment, Moment. Konzentration. There you go, Al. Das ist jetzt eh hinüber, wenn du jetzt ordentlich... Ja, wenn. Das ist ja nicht sicher. Bam. Na doch. Level 4! Da können wir mal ein paar neue Sachen ausrüsten gleich mal, wenn wir schon dabei sind. Sauber. Die Kinder sind jetzt aber wahrscheinlich in der ganzen Stadt versteckt, oder? Ach, meinst du? Die werden jetzt nicht nur hier sein. Achso, da könnten wir Snacks kaufen. Kirby gave me a swirly in that public bathroom over there one time. Also guck doch das Quest mal an. Vielleicht hier ist da irgendwo, ja, wo die versteckt sind. Wir wollten ins Menü. Genau. So, warte mal. Genau, da geben wir das Paket ab. Da ist. Hä? Heißer Kaffee? Achso, da müssen wir hin wieder, da müssen wir wieder hin zurück. Das ist gar nicht so schlecht, dass wir da in der Gegend sind. Was wäre denn hier noch? Zu den Waffen. Warum ist denn das noch? Ja, wahrscheinlich wird beide noch markiert. Gut, halt mit dazu. Na gut. Und bei Versteckspiel, gehen wir auf die Quest und ein Versteckspiel. Ja, das sind so. Und lass dir erstmal auf der Karte anzeigen, wenn du raufgehst nach rechts. Na, zeig, ja, siehste, die verstecken sich überall. Überall. Ah, okay, gut. Verteilt. Das wollte ich halt nur sehen. Ja, die kann man vielleicht so ein bisschen mitnehmen. Ja, mein Gott, die sehen wir dann regelmäßig. So, dann jetzt hier. Da kommen wir dann vorbei. Jetzt hier mal Inventar. So. Rakete der Verlangsamung, was kann das denn? 82 bis 103 verlangsamt das Ziel beim perfekten Treffer und zusätzlicher Schaden gegen Rüstung. Das klingt doch ganz gut. Hoch. Mache die Dartpfeile 32. Ich möchte nur nachrechnen, wie viel Schaden das macht. Ja, macht theoretisch mehr. 3x 38 ist untere. Ja, dafür macht das halt mit einem mehr Schaden. Das andere trifft aber mehrere auch. Das ist auch gar nicht so schlecht. Ja. Aber wir versuchen die trotzdem einfach mal. Wir können ein bisschen wechseln. Ja, ein bisschen durchprobieren. So hart sind die Kämpfe ja nicht. Ja, also, wenn du spielst, wird es immer spannend. Ja, das mache ich ja mit Absicht. Das ist der Helm. Die Klostermüster wollten mal. Das war alles nicht so geil. Das war nicht so geil wie der Helm, ne? Genau. Oh, das hast du abgelegt. Moment, das haben wir. Was mache ich denn? So. Dann können wir jetzt nicht die Druidenrobe tragen. Genau. Level 4. Der Sauber. 6 Rüstungen, das ist doch gar nicht so schlecht. Ja. Feinde, die im Nahkampf angreifen, erleiden bis zu 30 Schaden. Ja. Oh. Oh Gott, die Weihnachtsbäume. Sehr niedlich. Haben wir da irgendwas? Nee, das brauchen wir alles nicht. Das passt alles. Gut. Haben wir neue Warte mal, wir haben doch einen Punkt bekommen, ne? Moment. Ich kann sagen. Ja, David Steuer einfach weiter aufpumpen, oder? Einen Punkt da. Die ist halt so gut. Sehr gut. Haben wir Vorteile eigentlich noch? Nee, da haben wir noch nichts. Ne, passt. Ja, dann. Sind noch zurück zu Tweak oder was willst du als nächstes machen? Ich wollte nur gucken, ob man hier noch mit irgendwelchen Kindern sprechen kann. Genau, zu Tweak wollen wir zurück. Wir müssen mal, glaube ich, hier hoch, oder? Ist der Durchgang hier hinten? Habe ich gerade nicht im Kopf. Also theoretisch ist das in der Straße dahinter. Ich bin nicht sicher, ob es einen Durchgang gibt. Probieren wir mal, ob es hier weitergeht. Weißt du, oh, schau mal, das ist eins von den Kindern. Gotcha. Spot, but I made him go away. Gefunden. So. Gaze against facts. Ach, wir sind ja hier bei Mr. Slave. Da können wir ihm gleich mal den Dildo geben. Da freut er sich bestimmt. Ja, will ich hoffen. Ich würde mich freuen. Da ist er. Erstmal kaputt machen. Hallo. Thanks, kid. My night is looking a whole lot better now. Here, if you ever need my help, use this. Oh, kann man I mich can't schwören. Help with any tough fights, though. I don't want to get a fissure. Come back and find me if you want to call me again. But give it a day. I go to a lot of parties.
Come back tomorrow, sweetie. I'm all booked up today. Ja, cool. Können wir den auch beschwören. Schauen wir uns noch schnell um, oder? Was er hier hat. Sicher. Wenn wir schon mal da sind. Dann steckt sein Haus ist ein bisschen anders. Auch. Ja, hübsch gemacht. Und hat ja sich hier nett eingerichtet. Mr. Slave und, wie heißt der andere? Sein ist doch der Lehrer, oder? Sein Freund. Das weiß ich gar nicht mehr. Der Lehrer ist doch, der ist doch mit ihm zusammen. Oder sind die gar nicht mehr zusammen? Ich weiß nicht genau, wie der Lehrer heißt. Aber wir werden ihn ja garantiert treffen. Und die Küche ist auch wieder gleich. Aber schön eingerichtet. Hier, guck mal da mit den das ist recht stylisch Obsttapete und so. Es wie halt überall Terrence und Philipp läuft. Können wir mal was anderes gucken? Ja, wenn du jeden Tag Terrence und Philipp gucken könntest, dann guckt man das auch. Die müssen sich auch was ausgedacht haben für die Häuser, wo man nicht rein kann. Oh. Oh oh. Sollen wir die mal kalt machen hier, die Jungs? Ach, können wir später noch kalt machen. Ich nicht lang. Guck mal auf die Karte, wie wir zu Street kommen. Ach, guck mal, wir hätten da oben doch hochgekonnt. Ach, hier wäre der Übergang gewesen. Wir sind voll den Umweg gegangen, weißt du noch? Ja. Ist ja voll Quatsch gewesen. Aber warte mal, wir wollen nochmal unsere neuen Waffen ausprobieren. Ein Schneeball. Ja, wir haben schon genug Kämpfe. Na gut. Guck mal kurz, wo wir zu Tweak kommen, du weißt das jetzt. Das ist hier einfach Tweak ist hier in der Straße. Okay. Hier waren wir übrigens noch nicht drin, aber da gehen wir irgendwann mal rein, wenn uns eine Quest dahin führt. Hier. Da, sehr gut. You should try some coffee. It gives you that edge you need to stay focused at school. Yeah. You did it! You got the pickup! Oh, thanks, man! Dad! I finished my work, can I go play? Where's today's delivery? Right here! Yep. That's good shit. All right, Tweak, you can play for a little bit. But be home before dark or you'll be grounded. Grounded. Like the fresh grinds of our all-organic Tweak blend, made with ingredients from local tweakers. Thanks, kid! I gotta go get changed and then I'll meet you at the kingdom! Aber es ist ganz witzig, wie viel doch irgendwie von den Witzen in der Übersetzung ein bisschen verloren geht. Ja. Denn das halt einfach die Auflösung als Dealer da steht, ne? Ist halt immer so, dass natürlich. Aber die machen es ja oft gut, auch gerade in der deutschen Serie, die kann man echt schauen. Ja. Die machen es schon gut, dass sie dann andere Witze einfach bringen. Also da musste ich mich ehrlich gesagt jahrelang an die Stimmen gewöhnen. Da hatte ich wirklich Probleme. Oh, inzwischen kann ich schauen. Ich finde, das geht total. Ja, guck, neue Handschuhe. Ja, geil. Ich finde, das geht total. Die haben sie echt gut hingekriegt, die Stimme. Und auch, die kann man echt auch gut auf Deutsch gucken. Aber es ist ja immer so, wenn man eine Serie irgendwie auf Englisch oder auch erst auf Deutsch geschaut hat, ist egal, womit man anfängt und dann irgendwie vielleicht ein, zwei Staffeln geschaut hat, dann umzusteigen, ist immer wahnsinnig schwierig. Ja, guck mal, ja Feuerasche 2. As on Fire 2. As is on Fire. So, warte mal, so wir haben neue Gegenstände und wir haben neue Perks. Waren ein paar Waffen gewesen, aber die sind alle schwächer als das, was wir haben. Zumal wir die hochgerüstet haben. Wir haben neue Handschuhe statt dem Ring vor allem und eine neue Robe. Stimmt, aber die ist wahrscheinlich auch schwächer. Mehr Trefferpunkte? Ne, das andere ist geiler, die Druidenrobe, die ist super. Aber die Handschuhe könnten wahrscheinlich besser sein. Stimmt. Aha. Das ist gar nicht so. Ja, das ist nicht so spannend. Nehmen wir aber doch lieber was mit dem Heilen, oder? Wir haben zwar keine Heilfähigkeit, aber vielleicht hilft geht das auch, wenn wir geheilt werden vom Paladin. Weil wir haben ja keine anderen Figuren. Also das muss ja gehen. Außerdem sind sie schöner aus, sehe ich gerade. Ist auch nett, ne, dass die Figuren das alles komplett anlegen. Generell mit den ganzen Perücken und den ganzen. Shouldn't you be in school? Schnauze, Bitch. Es kommt ja dahinter. Da kommt sofort, die schlechte Sprache raus. Moment, wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Wir können zu Karten hier zurück. Karten zurück. Okay. Ja, sauber. Haben wir denn noch. Schauen wir mal kurz auf die Karte. Haben wir denn noch irgendwas in der Nähe, was wir noch nicht gemacht haben? Sollen wir mal eins von den Tieren jagen? Können wir immer noch. Ich will jetzt mal die Hauptquest weitersehen. So, ich will jetzt sehen, was passiert hier. Es wird auch noch passieren. Jetzt können wir jetzt auch mal schnell reisen. Das haben wir auch noch nicht gemacht, oder? Doch, schnell reisen haben wir, glaube ich, einmal schon gemacht. Aber wir können es hier nochmal. Ach ja, doch, einmal haben wir es schon gemacht. War ich schon mal so enttäuscht, dass der Timmy gar nicht vorbeikommt. Well, soldiers reporting for duty, Grand Wizard. Nice work, douchebag. Now all my men are here and ready to fight for the... Wait a minute. Where's Feldspar? Where's my level 12 thief? Where's Craig? He's in detention. What? He flipped off the principal, so he's in detention again. Oh my god.
If they've locked away our thief in detention, we have no hope of getting back the Stick of Truth. We have to break him out. Ah! No way, man! Last time we broke Craig out of detention, we all got in trouble! Getting into trouble is a risk that Douchebag is willing to take. You have to break out our thief, Douchebag. But don't worry, I will not let you go unprepared. I'm going to teach you how to use magic. Meet me at the training barracks. It's time for you to learn Dragon Shout. Ja, geil, der ist geil mit dem Dragon Shout. Ja, sauber. So. Dann lernen wir den Dragon Shout. Den Dragon Shout. In combat, you must learn to harness the power of your fight. Farting on an opponent at precisely the right time is key to battle. I shall show you how it's done, but first, you must take the gentleman's oath. You must promise to never, ever fart on anyone's balls, okay? Farting on an opponent is necessary, but farting on someone's balls is not cool. Do you understand? All right. Then let's begin your training. To conjure Dragon Shout, you must first clear your mind and take in a deep breath through your butthole. Like so. Let it rumble inside you, and... Dragon Shout! I'll show you one more time. Suck it in. Let it rumble. Dragon Shout! Now you. Ready? Dragon Shout! Find the frequency. Hold. Ah, okay. Hold. Achso, dann hoch. Okay, Moment. Na, das machen wir. It's like a fart, but in reverse. I'll show you one more time. Suck it in. Let it rumble. Dragon Shout! Now you. Ready? Dragon Shout! Also, find the frequency. Frequenz finden. Hold. Und. Oh, ja! My God, that was incredible. A man could live 100 years and never again witness a spell so boisterous. Could it be that the prophecies are true? Could it be that the Dragonborn has come at last, in our hour of need? Now let us try your skill on a real opponent. Hey, hey, Princess Kenny! Could you come here a sec? Shh, don't tell him. Okay, just real quick, Princess Kenny. Sir Douchebag wants to show you something. All right, you two. Spar! Sir Douchebag, show Princess Kenny the magical powers I have taught you! Das ist die Frequenz. Und fire away! That was fucking hilarious! That was fucking awesome! Oh, okay, good job, Sir Douchebag. That was sweet. Thanks, Princess Kenny. That's all for now. Okay, but, dude, seriously, remember, don't ever do that on someone's balls, okay? Seriously. You have mastered Dragon Shout. From now on, it will be easier for you. Wahnsinn. Da haben wir jetzt ja eine Lektion fürs Leben gelernt. Kenny will assist you on your quest, Douchebag. Now go get Craig while I rest and relax upon my throne. Oh, Kenny hat Begleiter freigeschaltet. Also, wir haben einiges gelernt. Den Drachenschrei. Und ich denke auch fürs Leben was gelernt. Niemals auf die Eier. Merkt euch das. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis alles dann. Alles klar, bis dann. Tschüss.